Lichtgeschwindigkeit, liebes Publikum, ich bekomme einiges mit von den Diskussionen, die unter den Benutzern der Lichtgeschwindigkeit stattfinden. Und ich muss auch nicht zu allem weiter meine Kommentare oder Erklärungen geben. Ja, aber es freut mich, dass sich etwas bewegt. Ich habe heute ganz, ganz viele Sachen. Und mein Thema soll sein, die Gültigkeit im Verhängnis zur Unglaubwürdigkeit. Die mangelnde Geltung von Reden und von Worten in Bezug auf die Glaubhaftigkeit. Und da gibt es große Missverständnisse bei den Menschen und dazu möchte ich etwas sagen. Ich habe heute mehrere Zeitungen, das Neue Deutschland, Märkische Allgemeine Zeitung hier, die Brandenburgische Zeitung, dann habe ich die BZ, größte Berliner Zeitung, dann habe ich einen Ausschnitt aus der TAZ, dann habe ich Frankfurter Allgemeine Zeitung und es ist kaum zu bremsen hier. Aber zuallererst muss ich Folgendes sagen, vielleicht als Exposé. Frankfurter Allgemeine Zeitung von gestern. Im Kommentar von Günter Nonnenmacher wird ein Jahr der Bewährung gesagt. Im Rückblick auf das Jahr 2009 lässt sich festhalten, dass die Deutschen in der größten und tiefsten Wirtschaftskrise seit Menschengedenken eine erstaunlich robuste Gemütsverfassung zeigen. Das ist zweifellos auch ein Verdienst der Politik. Als die unsichtbar wirkenden Kräfte des Marktes zu versagen drohten, traten in Gestalt von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück jeweils zwei Personen vor die Kameras, denen die Bürger vertrauten, deren Garantieversprechungen sie jedenfalls glaubten. Ja genau, zu Unrecht glaubten, es basierte auf Lügen und es basierte wieder besseres Wissen auf Täuschung. Und genau das ist das, was ich hier in Neue Sinnlichkeit Nummer 33 bereits im Jahre, muss ich nachgucken, 1998 geschrieben habe. Das ist dasjenige Ausgabeheft der Neuen Sinnlichkeit, worauf der eminente internationale Soziologe Alfons Silbermann diese Blätter abonniert hat und dafür sorgen wollte, dass sie in einen großen Verlag kommen, damit sie weiter verbreitet wird, was ich aber nicht haben wollte. Folgendes Zitat. Das ist aber, um es in meinen guten Worten auszudrücken, die mit E.T.A. Hoffmann sämtlich Tränen sind, weshalb ich mir auch die Empfehlung, hier nicht so viele Worte zu machen, verbitten muss, denn mir ist zum Weinen. Und bundespräsidiales Wunsch-Quatschdenken, Quatsch-Wunschdenken, Wundquatschen von Roman Herzog, der natürlich wieder schnell und juristisch schwer angreifbar und hat doch so gar nicht recht, er, Adorno-Satzbau, Glaubwürdigkeit entstünde durch Wahrhaftigkeit. Ja, warum glaubt man denn alles Mögliche? Unsinnsvorschläge wie die Taxierung und Bezahlung der Nächstenliebe und Bewirtschaftung der lieben Not? Nein. In der Rhetorik ist die Glaubwürdigkeit das Resultat, nicht die Voraussetzung. Nämlich, das Resultat aus Redner, Rede, Zuhörer und Zuhören ist, entsteht ein Selberdenken oder ein Wunschdenken? Deutsche Antwort? Hitlers rhetorische Triumphe rührten sehr wohl, aber nicht von der Wahrhaftigkeit und Übereinstimmung von Wort und Tat her. Sie rührten an den Stammhirnen, an der Erlösung, der Selbsterleichterung vom Druck der verrückten Mitten. Deshalb und weil guter Rat, zumal wenn er gratis kommt, wertvoll ist, hier die Einführungsrubrik der jeweiligen Neuen Sinnlichkeit, die Erfolgskinder heißt und immer wieder die Neu- und Erstleser versuchen muss anzusprechen, so kurz wie möglich zu fassen, damit niemand, für den diese Blätter für Kunst und Kultur wirklich ungeeignet und ärgerlich wären, unnötig seine Zeit damit verplempert, spitze ich hier zu. Die Neue Sinnlichkeit ist einzigartig und muss es deswegen geben, weil die Methode des Ja-Sagens einerseits und des Genau-Nehmens, Neudeutsch, Extrem-Dekonstruktivismus kein Privatproblem ist, sondern der Allgemeinheit abgeschaut ist. Prinzessin Caroline sagt wieder Ja zum Leben, Prinzessin Diana sagt wieder Ja zu leben und wir hier, Fragezeichen, Neue Sinnlichkeit. So. Und damit haben wir also die Exposition der Frage des Tuns und des Redens in Übereinstimmung und dass es dann in der Wirklichkeit gelten muss oder dass es nur getrickst ist. Und da ist ein gutes Beispiel aus dem Neuen Deutschland von gestern. Und zwar folgendes: Rüstungsexportbericht, die Kontrolleure müssen warten. Die Bundesregierung lässt sich Zeit und den Parlamentariern somit keine Chance zu schnellem Reagieren. In den letzten Jahren konnte man sich darauf verlassen, kurz zuvor
Weihnachtsbäume, friedliche Kerzenscheine über das Land ergossen, kam der regierungsoffizielle Rüstungsexportbericht des Vorjahres auf den parlamentarischen Tisch. Diesmal steht der von 2008 noch immer aus. Die Regierung betrügt uns, sie informiert uns nicht. Sie ist unglaubwürdig. Der Selbstverteidigungsminister Gutenzwerg ist unglaubwürdig. Da braucht er auch nicht sich mit dem Papst oder mit Frau Käßmann zu treffen. Er ist einfach unglaubwürdig. Nichts von dem, was er macht, tut und vorgibt, stimmt. Märkische Allgemeine Zeitung aus Brandenburg, die in Frankfurt an der Oder oder in Potsdam lokale Teile hat, geht schon wieder teilweise zu Boden. Die große Entlassungswelle ist bislang ausgeblieben. Mittwoch, 6. Januar, das ist heute. Und die ist voll von wichtiger Angelegenheiten. Hier unten links, Seite 2, Elena-Korrektoren zugesagt. Das ist ja wirklich zu komisch, dass die Zensursula von der Leyen jetzt auch für Elena die Totalüberwachungsmacht-Elektronik zuständig sein soll. Aber die Piraten sind dran. Google will sich mit Nexus One den Handymarkt erobern. Hier unten, Seite 4, Märkische Allgemeine Zeitung, wie die CIA das Katz-und-Maus-Spiel gegen Al-Qaida verlor. Antiterrorkampf, der Mann, der in Afghanistan 7 Geheimdienstbeamte in die Luft sprengte, war ein Doppelagent. Sein Hasspredigten hielt die CIA für perfekte Tarnung. Sein Stuhl wackelt, CIA-Chef Leo Panetta. So, das muss ich nicht in der Neuen Zürcher Zeitung lesen, das finde ich auch in der Märkischen Allgemeinen. Was bedeutet das jetzt hier für unsere 9-11-Aufklärung? Es bedeutet, dass der Detroit-Unterhosen-Scan-Popstar wirklich Grund sein müsste, im Jemen einen Krieg anzufangen, bevor wir hier über Aufklärung reden. Ich frage mich nur, warum Herr Obama, habe ich heute im Radio gehört, gesagt hat, das sei eine skandalöse Sicherheitslücke, die Amerikaner selbst verschulden. Da frage ich mich, wie die Aussage von Herrn Obama zusammensteht mit der Kriegerei der Amerikaner mit solchen Begründungen wie 9-11 oder Detroit. Die Zeitung Märkische Allgemeine bringt hier weiterhin ein großes IT-Thema, erwähnt aber die Piraten nicht, leider. Piratenmedienarbeit reicht nicht hinein. Wilma Niklas schreibt, nicht selten werden Bilder von fremden Webseiten für die eigene Website oder den eigenen Blog verwendet. Viele denken sich nichts dabei, bis die Abmahnung im Briefkasten liegt. Vorsicht, Abmahnfalle, Urheberrecht. Wer unbedarft Fotos aus dem Internet für seine Webseite verwendet, wird dafür teuer zur Kasse gebeten. Und da ist auch noch ein weiteres Thema, was mir auch, da mache ich doch extra nochmal den Bückling hier. Und zwar hier ist auch eine ganze Seite, Märkische Allgemeine Zeitung. Das Haus als sein eigener Hüter, Technik, Informatikstudenten entwickeln Wohnlösungen für Alte und Behinderte. 1800 Besucher in Musterwohnung. Das ist hier in Babelsberg, Waldstadt. Astrophysik, Klima- und Polarforschung, Geowissenschaften auf etlichen Gebieten spielt Potsdams wissenschaftlich in der ersten Liga. Ja, ist doch super. Gratuliere, Märkische Allgemeine Zeitung, werden wir öfter nehmen. Und dann hier habe ich nochmal die Taz, die ich gestern gelobt habe, nochmal rügen muss. Hier unten wird eine hetzerische Frau zitiert als Leserbrief. Piraten in Anführungszeichen, wenig empathisch. Na, wenn die man weiß, was empathisch heißt. Die Piratenpartei, ich finde den Namen doch ziemlich bescheuert angesichts der realen Verbrechen auf hoher See. Und wie ist das Verhältnis Männer und Frauen gewesen bei der Bundestagswahl und hinsichtlich der Mitglieder? Das Auftreten der Burschen kommt mir insgesamt eher wenig empathisch vor, was den Rest der Welt angeht. Klasse. Marianne Bäumler, okay, Marianne ist ein Ehrenname aus Frankreich, verstecken Sie sich dahinter, sodass man sie nicht sieht. Frankfurter Allgemeine Zeitung heute, das Problem hier mit den Bankkreditkarten ist natürlich kein konkretes Problem, aber in Wirklichkeit steckt dahinter die Gespenstigkeit der Robotik, des Digitalen, der Nichtkontrolle unserer Menschlichkeit, und das Thema müssen wir als das Piratenpartei-Thema nehmen. Wir sind nicht, wie die FDP behauptet, die Klientelpartei hier, unser Staat ist ein teurer Schwächling, schreibt der Generalsekretär Lindner, die Steuersenkung für wenige Großverdiener machen muss, sondern wir sind eine Bürgerrechtspartei. Bürgerrechte betrifft alle. Und ich sage es nochmal für die Piraten, überlegt euch Folgendes, Rechtsstaatlichkeit ist wichtiger als Demokratie. Demokratie ohne Rechtsstaat ist ein Mist. Rechtsstaat ohne Demokratie ist ein Übel, aber ein kleineres. Und zwar Hitler war eine Demokratie. Es war aber kein Rechtsstaat. Überlegt euch das und ahoi, liebe Piraten, wir müssen darüber diskutieren.